Jo, moin Pyrus. Heute gibt es mal wieder ein Zündelvideo. Das erste in diesem Jahr, in diesem Herbst, sage ich mal, 2021. Und zwar habe ich hier das Ruckzuck-Sortiment. Das ist aus dem Rossmann. Das habe ich letztes Jahr gekauft, wo man nur F1 kaufen konnte. Hat 1,99 € gekostet. Das ist so ein kleines Jugendfeuerwerkssortiment. Steht über 70 Teile, aber natürlich, weil 50 Knallerbsen drin sind, plus 10 Superknallerbsen. Dann hat man hier noch tolle Biene, das sind 5 Stück drin. Und Knisterköpfe, sind 6 Stück drin. Das sind bestimmt so die Knatterfritze oder ähnlichem. Genau. Ja, wie gesagt, das ist F1 und von Komet. Ja. Dann werde ich das jetzt mal zünden. Mal draußen. Und testen wir es mal aus. Mit diesem schönen Hoodie von Apple. Grüße gehen raus. Alles klar, Pyros. So, es ist dann die Dämmerung eingetreten schon. Und jetzt geht es dann auf zum Zünden. Suchen uns eine gute Location wieder aus. Richtig geil heute hier zum Zünden. Wir haben 1 Grad. Also dann noch so eine geile Location mit einem schönen Sonnenuntergang. Da hast du den Spaß. So, mach mal auf. Und zuerst kommen dann die Knallerbsen. Die Pumpkin Dancer mit 50 Dingern drin. Wenn wir das selber machen, dann müssen wir auch die halt testen quasi, ne? So, ja, schöner Himmel da. Erstmal am Boden einfach. Und mal hochwerfen vielleicht und dann auf den Boden. Genau. Okay, dann machen wir eine. Oder die, ja genau. So. Dann geht's weiter. So, dann kommen jetzt die Superknallerbsen. Die müssen ja wirklich super sein. Richtig super. Ist ja kaum eine Veränderung zu den kleinen Knallerbsen. Ja, sehr super. Gut, dann geht's weiter. So, dann kommen jetzt die Knisterköpfe. Machen wir mal 3 Stück. Naja. Weiter geht's. Und die einfach nacheinander. Ja, schön. So, jetzt kommen die tollen Bienen. Sind 5 Stück drin. Hau die mal nacheinander auch wieder raus. Ja Leute, tut mir leid, dass es so abrupt beendet wurde. Aber da kamen immer wieder Autos
Und wir wollen jetzt auch nicht so, dass wir da irgendwie den Leuten da nerven, so, ne? Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, viel Spaß, haut rein.